Vorgestellt wird die Miniaturbildröhre DG3-2 von Philips MiniWatt. Das ist ein Nachfolgevideo zu der bereits vorgestellten 913 von RCA. Das Link zum Video ist entsprechend in der Beschreibung. Das Konzept dieser Röhren ist eine möglichst kleine Bildröhre zur Signaldarstellung für Miniaturoszillographen oder allgemein für Darstellungszwecke mit möglichst wenig Pins beziehungsweise in einem sehr kompakten Format. Diese Röhre verfügt nur über einen normalen achtpoligen Außenkontaktsockel, keine Anodenkappe und kann mit geringfügig, was heißt geringfügig, mit relativ geringen Spannungen betrieben werden. In diesem Fall reichen 500 Volt. Die Röhre hat bereits eine hohe Anzahl von Betriebsstunden. Das ist zum Sehen an der verfärbten Kathode bzw. Beschleunigungsanode. Auf der linken Seite im Bild, Entschuldigung, auf der rechten Seite sieht man jetzt den Wählnetzzylinder sowie die Anschlüsse für den Heizer der Kathode. Die Röhre selbst ist halb indirekt geheizt. In der Bildmitte ist jetzt die Beschleunigungsanode. Und man kann jetzt in der Bildmitte das Ablenkpaar für die Vertikalablenkung sehen. Jetzt ist in der Bildmitte das Paar für die horizontale Ablenkung. Man sieht, die Vertikal- und Horizontalablenkung ist gegeneinander um 90 Grad verschoben. Im Gegensatz zur 913 auf der Fokus funktioniert. Im Gegensatz zur 913 kann ich das Ablenkpaar für die vertikale Ablenkung komplett frei beschalten, während die Horizontalablenkung röhrenintern mit Anode 2 verbunden ist. Anode 2 ist spezifiziert für 500 Volt und die Beschleunigungsanode, also Anode 1, mit 150 Volt. Der Wählnetzzylinder ist bei ungefähr minus 20 bis minus 25 Volt und die Röhre ist halb indirekt geheizt, also sprich der Faden und die Kathode sind an einem Punkt verbunden. So, es kommt wieder der fliegende Wechsel der Kamera. So, die Spannungen zwischen alle richtig eingestellt. Die Röhre braucht ein paar Sekunden zum Aufheizen. Hier ist der Leuchtfleck. Dasselbe Problem wie bei der 913. Ich habe nur eine positive Spannung zur Verfügung, um die Ablenkplatten anzusteuern. Insofern kann ich jetzt den Strahl nur in eine Richtung auslenken.
Wenn ich die Spannung des Wähnelzylinders ändere, aktuell minus 20 Volt, ich erhöhe jetzt die Spannung. Erhöhen heißt, ich mache die Spannung negativer. Dann wird der Punkt immer kleiner und schärfer, weil jetzt immer mehr Elektroden geblockiert werden, bis der Elektronenstrahl komplett verschwunden ist. Das ist in diesem Fall bei minus 25 Volt der Fall. Wenn ich die Spannung des Wähnelzylinders wieder positiver mache, also Richtung 0 Volt, wird der Strahl immer breiter und immer unschärfer. Ich bin jetzt bei minus 1 Volt. Und jetzt auf 0 Volt. Also der Wähnelzylinder hat jetzt dasselbe Potenzial wie die Kathode. Wenn ich jetzt die Beschleunigungsanode ändere, wird der Punkt leicht unscharf, weil jetzt auch gegen gleichzeitig der Wähnelzylinder angepasst werden müsste.